Gabriel Kelly packt über Let's Dance aus, Insider-Geschichten und Enthüllungen. Willkommen zurück, liebe Tanzfreunde. Heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Gabriel Kelly war kürzlich im Kölner Treff zu Gast und hat dabei einige spannende Details über Let's Dance verraten. Gabriel Kelly enthüllt Geheimnis über Let's Dance. Der frischgebackene Sieger von Let's Dance, Gabriel Kelly, war am 31. Mai in der Talkshow Kölner Treff zu Gast. Dort plauderte er mit dem Moderator Mickey Beisenherz offen über seine Erlebnisse bei der RTL-Tanzshow. Gabriel, der gerade in den Schlagzeilen wegen Liebesgerichten mit der Profitänzerin Malika Tschumaev steht, verriet, dass ihn die Tanzshow körperlich extrem gefordert hat. Spätestens nach Let's Dance bin ich auch zur Hälfte kaputt. Mark Keller's aberrisch gender Ausstieg was steck dahinter? Mickey Beisenherz sprach auch die hohe Ausfallquote der diesjährigen Staffel an. Sowohl Toni Bauer als auch Mark Keller mussten die Show aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig verlassen. Besonders über Mark Keller, der mit Katrin Menzinger angetreten war, hatte Beisenherz einiges zu sagen. Ich hab den Mitfünfziger Mark Keller irgendwo in Köln im Café getroffen, der sah wirklich aus. Der hat sich da nur reingeschleppt. Gabriel bestätigte, dass sein Kollege Mark Keller unter der körperlichen Belastung stark gelitten habe. Der Bergdoktor-Star, der sich zum absoluten Zuschauerliebling entwickelt hatte, fluchte nach jeder Show: Ich kann das nicht mehr, ich muss raus, und die Leute haben ihn immer geliebt und er ist immer weitergekommen. Fans lieben ihn trotzdem. Letztendlich mussten Mark und seine Tanzpartnerin Katrin Menzinger aufgrund einer Verletzung das Handtuch werfen und landeten auf dem 6. Platz. Gabriel betonte jedoch: Aber er hat wirklich so toll getanzt, ich hätte mir gewünscht, dass er noch weitergemacht hätte. Und damit spricht er vielen Fans aus der Seele. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal für mehr spannende Insider-Geschichten rund um Let's Dance. Bis zum nächsten Mal.